Wir haben heute eine Kirche. Die Kirche wäre schon in Ordnung, aber das Bodenpersonal nicht. Wir können nichts mehr erwarten vom Vatikan. Gutes. Denn es sitzt jemand auf dem Throne, der ganz raffiniert wie nur, ja, Satan es kann. Eine Frömmigkeit, eine Demut zeigt, die schon wieder eklig ist. Ein demütiger Mensch muss es nicht offerieren, dass er demütig ist. Das ist ja bewusst gemacht. Auf das sehe ich gar nichts. Demütig ist der, der gar nicht merkt, dass er demütig ist. Ich weiß, es gibt in der Kirche noch ein, zwei, drei Erzbischöfe, Kardinäle, die eigentlich, was sie sagen, sehr gut ist, wo man eigentlich hören dürfte, aber sie werden euch nicht das bringen, was ihr nötig habt. Denn eins ist sicher, es geht auf eine Zeitenwende zu, ein neues Kapitel wird aufgeschlagen, wenn alles vorbei ist. Und das Zeitalter, könnte jetzt sagen, ein Zeitalter der Liebeskirche kommt, aber muss sein, das Zeitalter des Heiligen Geistes. Wir hatten das Zeitalter des Sohnes, des Vaters, des Sohnes, nun kommt das Zeitalter des Heiligen Geistes. Und der Heilige Geist macht, was er will. Gott Vater hat gesagt, wie er es haben will im Alten Testament. Gott Sohn hat er gesagt und Aufträge gegeben, wie er es jetzt will mit den Aposteln. Der Heilige Geist wird dasselbe tun. Aber das wird nie eine von der alten Kirche sein. Alte Schläuche. Heißt es doch, oder? Du kannst nicht den neuen Wein in alte Schläuche füllen. Oder in neue, weiß ich was. Das geht nicht. Und wenn ich dann die anschaue, die es eigentlich jetzt sehr gut reden, was sie wollen, genau das Alte wieder, eben alte Schläuche. Aber sie lassen, würden sich nie, das hat er, da hat man so festgesetzt von diesem Papst, da hat der Heilige Geist nichts mehr zu sagen. Deutsch gesagt. Nein. Sie werden sich nicht in die Erneuerung, in die erneuerte Liebeskirche können einfühlen. Zudem, ihr Glaube ist verstärkt da, aber nicht hier. Oder der Heiland, der respektive der Apostel Matthäus, schreibt: Der Heiland hat gesagt, niemand flickt ein altes Kleid mit einem Lappen von neuem Tuch, denn der Lappen reißt doch wieder vom Kleid ab und der Riss wird ärger. Man füllt auch nicht neuen Wein in alte Schläuche, sonst zerreißen die Schläuche und der Wein wird verschüttet und die Schläuche verderben. Sondern man füllt neuen Wein in neue Schläuche, so bleiben beide miteinander erhalten. Klarer geht es nicht mehr. Und mir geht es in erster Linie, können wir nach Gott geben, das können wir nicht. Vielen Orten sind die Kirchen geschlossen. Vielen Orten tut der Priester, wenn er am Altar ist, nicht mehr sich Gott hinwenden, sondern er macht seinen Job. Ich habe jetzt wieder beim
fürs Königskolleg oder so, wo bisher noch nicht schlecht war. Aber schaut, alles hat er wunderbar gemacht, aber als er das Kreuzzeichen machte, ich sehe bei den Dänischen, wenn sie sie machen alles haargenau, oh, Entschuldigung, das geht so, ja, haargenau ausgerichtet, tipptopp, die Hände so, so, alles wird genau. Aber wenn ich den Heiland, oder wenn sie den Heiland den Menschen geben, nein, sie geben Gott, geben sie ein Kreuz noch. Glaube nicht. Ja, meine Lieben, wisst ihr, wie viele Kreuzzeichen mit dem Heiland verschwunden sind? Milliarden! Jede Kirche, wenn man den Heiland gegeben hat, hat mit dem Heiland gesegnete Menschen. Das ist alles weggefallen. Beichten ist weggefallen. Vieles fällt weg. Es wird mehr gesündigt und doch weniger gebeichtet. Solange ihr lebt, könnt ihr noch beichten. Na, er ist aus, Amen. Ich sage das nicht, weil ich das so sagen will, sondern weil ich ja, Sorge habe für die Menschheit. Und wenn ich weiß, wie Gott, es ist im Himmel mehr Freude, sagte der Heiland, über einen Sünder, der Buße tut, als über 99 Gerechte. Also dann sind die traditionellen Gerechten von mir aus, aber ich gehe den Sünden nach, wenn ich kann. Oder so viel ich kann. Denn ich weiß, ich kann Menschen retten für den Himmel und ich kann Gott eine Freude damit bereiten. Das ist meine Bedulin, das ist holländisch. Das ist meine Interesse, meine Freude. Und deshalb, ich sage es noch einmal, denn ich weiß, der Böse geht immer wieder zu den Menschen und sagt, ich das nicht, was denkt der Priester von dir oder so? Und leider Gottes gibt es auch Priester, die schon die Leute zur Beichtschule hinausgejagt haben oder geschumpfen haben, anstatt voller Freude. Ich kann dir helfen, denn mir ist die Macht gegeben worden, Sünden zu vergeben. Im Namen Gottes natürlich, nicht selber. Wir sagen ja, ich spreche dich los von all deinen Sünden, ich sage Fehlen, Nachlässigkeiten, im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Musik.